Willkommen zurück zu Lufia Rise of the Sinistrals! Das ist wieder Abspackzeit, denn die Dracheneiersuche ist vorbei. Vorbei! Und wir haben alle Kapselmonster auf Stufe 5. Aber ich würde jetzt gerne erstmal Blub weiternehmen. So, wir haben alle Kapselmonster auf Stufe 5. So, wir reden jetzt nochmal mit dem Drachen. Ich sehe, du hast 8 Dracheneier gefunden. Du hast einen Wunsch frei. Ich hätte gerne die Auswahl an Ringen. Auch wenn wir die, glaube ich, schon mal hatten. So. Dein Wunsch wurde von mir erfüllt. Mehr kann ich nicht machen. So, Freunde. Wir können jetzt gegen den Drachen kämpfen. Und ganz ehrlich, das machen wir auch. Sorry für den kurzen Cut. So, hier sind wir nochmal. So, und dann gehen wir auf Kämpfen. Du willst mit mir kämpfen? Ja. So, wir greifen jetzt erstmal ganz normal an und er hier gibt dem Drachen jetzt einfach mal ein Kraftwasser. So, schauen wir uns das mal an. So, jetzt hat der Eierdrache nämlich genau 30 KP gesamt. Passt mal auf. Tot. So. Tot. Ihr seid gute Krieger. Ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß. Zum Dank möchte ich euch dies überreichen. Wir bekommen den Eierring und das Eierschwert, was man extrem zweideutig verstehen kann. Alles klar. Einmal bitte mit dem Champion auf Level. So. So, Rüstung. Selan hat gar kein Schwert dabei gehabt die ganze Zeit. So, Selan bekommt jetzt das Eierschwert. Und Selan bekommt auch den Eierring. Denn jetzt ist Selan sehr stark. Selan hatte die ganze Zeit kein... Ach natürlich, ich weiß auch warum. So, Silberauge und Wasserjuwel. So. Das ist aber zu einfach, wenn wir den so besiegen. Deswegen möchte ich ihn in einem epischen Kampf ganz regelkonform nochmal besiegen. Allerdings jetzt etwas gestärkt. Dein Wunsch wurde von mir erfüllt. Mehr kann ich nicht machen. Ja, kämpfen. Du willst mit mir kämpfen. So, ich trinke nochmal einen Schluck, denn dieser Kampf könnte etwas länger dauern. Aber wir haben ja hier ein bisschen was wie Drachenfeuer. Und sobald wir den einmal ganz normal angegriffen haben, funktioniert der Trick mit dem, Dingens nicht mehr. Mit dem Kraftwasser. So, Selan ist natürlich fast tot. Aber das ist nicht schlimm. Selan darf jetzt immer als erstes angreifen. Immer. So. Und das ist, heißt natürlich, ich kann jetzt jedes Mal den Champion mit ihr machen. Was jetzt eigentlich doof war, weil, naja... Okay. Omelette geht auf alle und Selan ist verwirrt. Das ist nicht schön. So, vielleicht löst sich aber Selans Verwirrung direkt gleich wieder. Das wäre sehr toll. Ansonsten muss ich jetzt leider mit Foxy den Champion aussprechen. So, Guy kriegt ein Rührei. Und Guy ist tot. Nicht? Wow. Guy hält ganz schön viel aus, muss man sagen. So, ich habe jetzt auch nichts, was die... Wow, Tiefschlag. Ich habe jetzt auch nichts, was die Verwirrung aufheben könnte. So, machen wir nochmal hier den Champion und du haust nochmal drauf. Und Selan, da habe ich Glück, dass die echt nur auf den Drachen schlägt. Aber Atea schlägt sich selbst und damit ist die Verwirrung auch wieder weg. Na, 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 na. Ja, für Foxy könnte das jetzt ein bisschen eng werden, falls es nochmal ein Rührei gibt. Allerdings können wir auch hier nochmal das Drachenfeuer benutzen. Und hier die Ego-Kraft 1. Sehr schön. So, es gibt ein Spiegelei für alle. Das heißt, Foxy... Oh, Foxy überlebt es nicht. Das ist scheiße.
Aber die Verwirrung ist weg bei Selan. Das ist sehr schön. Selan, du darfst jetzt mal bitte den Valor machen. Auf alle. Und zur Sicherheit hätte ich gerne noch ein Heilsirup. Weil ich nicht weiß, ob der Valor jetzt hundertprozentig genau hilft bei mir. Also, er belebt wieder. Er kann wieder beleben. Aber nicht unbedingt, wie man hier sieht. So, also es ist nicht unbedingt zwingend, dass man das überlebt. So. Guy greift an. Wow. So, was hat sie denn jetzt alles? Boah, der Gegnersfähigkeiten werden beeinträchtigt. Kann auch zum sofortigen Aufgeben führen. So, was ist denn die Kraftwand? Verringert zeitweise die Kraft der Schläge des Gegners. Schützt nur den Anwender. Zauberwut 2. Der Widerstand aller Gegner gegenüber Magieattacken wird reduziert. Aber ich nehme nochmal den Kriegertrick. Du nimmst nochmal bitte Ego-Kraft 1 und du nimmst nochmal bitte... Hier kommt, du haust drauf und du nimmst Ego-Kraft 4, würde ich schon sagen. Weil jetzt kommt noch ein Schlag. Oh, Abaddon. Also der Kampf kann sich jetzt ein bisschen ziehen. Echt jetzt. So. Ego-Kraft 4. Und Selan ist echt gut geschützt jetzt durch den Eierring. Ist schon irgendwie eine Deception, ne? Selan trägt einen Eierring. La la, la la la. So, du machst jetzt nochmal den Kriegertrick. Du wartest noch ein bisschen. So. Alles klar, einfach weiter draufhauen. Wir haben ja starke Schwerter. Also ehrlich, der Kampf zieht sich jetzt schon. So. Du machst mal eben bitte Ego-Kraft 3. Du wartest. Was ist die Ahnenkraft? Okay. Ihr wartet noch mit euren Zornattacken. Ihr wartet bitte noch mit euren Zornattacken. Ich hätte nämlich gerne gleich wieder... Och, watz, 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 das ist gut. Dann kann ich nämlich jetzt gleich viermal draufhauen. Viermal draufhauen, Leute. Viermal. So. In der Zwischenzeit recherchiere ich mal, wie viel KP dieser Eierdrache hat. Um mir so ein leichtes, ein leichtes Bild davon zu machen, wie lange der noch dauern kann. Könnte. Na, reicht noch nicht für Drachenfeuer. Reicht aber für Ego-Kraft 3. Reicht noch nicht für Drachenfeuer. Dann brauche ich bei Atea erst gar nicht zu gucken. Lufia 2. Eier. Drache. So. Selan ist fast tot. Selan macht jetzt mal bitte den Champion und du einfach weiter draufhauen, einfach weiter draufhauen. So, schauen wir mal. Dracheneier und Eierdrache. Oh, Lufia, Endgegner bei Spieletipps. Da. Ich muss übers Handy halt gucken und oh nein. Das ist nicht gut, wenn Selan verwirrt ist. Und auch nicht gut, wenn Foxy sich selbst... Warum haust du dich selbst? So, Endgegner besiegen, leicht gemacht. Circa 40.000 bis 75.000. Das, also, dauert, ne? Ein paar Runden. So, und du machst mal bitte weiter Champion. Ich bin echt froh, dass Selan nur auf den Drachen haut und nicht auf uns. Ich habe auch nicht mitgezählt, wie viele Runden wir schon kämpfen jetzt. Aber es zieht sich jetzt schon. Aber glaub mir, das ist der längste Kampf in diesem ganzen Spiel. Seid froh, danach kommt nichts mehr so langes. Lang. So. Ah, geil, den hättest du dir aufheben müssen. Und zwar für das Drachenfeuer. So, komm, draufhauen. Und draufhauen. Und draufhauen. Einfach draufhauen jetzt erstmal. Und Foxy kriegt ein Rührei. Kann nicht mehr draufhauen.
Schade. Weil der hätte ihm Feuer gegeben mit dem Drachenfeuer. Jetzt haben wir ein Problem. Ich werde jetzt nochmal eben hier den Valor nur auf ihn einsetzen. Und mit dir den Champion auf alle. Weil ich werde jetzt wahrscheinlich gleich angegriffen. Na, 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 na. So, Spiegelei. Das war klar. Jetzt stellt euch vor, wir hätten ein paar Level weniger. Also hier macht das echt was aus mit den Leveln, muss man echt mal sagen. Wir haben auch noch nicht die stärksten Rüstungen, muss ich dazu sagen. So, guck mal, wir haben Ego-Kraft 2 bei Foxy. Wir haben Ego-Kraft 3 bei Selan. Wir haben Ego-Kraft 1 bei Guy. Und wir haben Ego-Kraft 4 bei Athea. So, also... Das kann eigentlich nur gut gehen. So. Jetzt kriegen wir nochmal ein Spiegelei. So. Aber direkt den Champion hinterher. Das wird wahrscheinlich meine bewährte Methode sein. Und Foxy muss jetzt einfach nur aufpassen, dass er nicht wieder ein Rührei abkriegt. So, damit kann er nämlich sein Drachenfeuer einsetzen. Und Selan hier kann... Ach, Selan kann draufhauen. Guy kann auch draufhauen. Und ja, Athea... Ach, was kann denn Guy eigentlich? Nichts. Ja, Athea, du musst leider noch warten. Du musst jetzt erstmal Champion machen. Ja. Weil noch lohnt es sich nicht, irgendwas zu machen. Oh Gott. Aber warum immer wieder Foxy? Ich komme nicht dazu, hier mein Drachenfeuer mal einzusetzen. So. Was war Kraftwand nochmal? Komm, nochmal Kriegertrick. Ja komm, hau mal normal drauf. Und einmal... nochmal den Champion, komm. Zur Sicherheit. Du musst hier echt ein bisschen taktieren. Ich bin immer wieder froh, wenn ich hier nur sehe... ja, Spiegelei. Aber Foxy ist echt der Schwächste momentan. Der kriegt am meisten Damage abgezogen. Und ich weiß noch nicht mal warum. Das ist ja das Schlimme. Glanzrüstung, Ritterschild, Kristallhelm, S-Donnerring, Wasserjuwel. Also, so, mach mal hier Ego-Kraft 3. Nee, halt. Mach du nochmal, bitte, den Kriegertrick. Und du machst Ego-Kraft 1. Und du machst jetzt endlich mal das Drachenherz. So. Aber was genau macht der Kriegertrick jetzt? Zieht der auch was ab? Oder ist der einfach nur... Ist er einfach nur da, dass es, dass seine Attacken nicht mehr so stark sind? Also, dass seine Attacken nicht so stark sind, kann ich jetzt nicht sagen. Kann ich jetzt echt nicht behaupten. So, nehmen wir hier mal kurz Ego-Kraft 2 mit rein. Komm, versuchen wir jetzt einfach mal Zauberwut. Und, draufhauen. Jetzt werden nämlich seine Zauber geschwächt. Sehr gut. Und es gibt wieder Spiegelei. Lecker. So, Foxy. Du darfst jetzt deine Ego-Kraft 2 einsetzen. Yay. So. Was ist die Lichtwand? Verringert zeitweise die Kraft der Lichtattacken des Gegners. Schützt nur den Anwender. Schmerzgriff. Die reduziert die Abwehrkraft des Gegners um ein Achtel. Weißt du was? Komm, machen wir mal. So. Und so. Und du machst nochmal bitte Champion. Ich hoffe, dass Foxy das jetzt überlebt. Das Spiegelei das nächste. Es wird knapp. Ich wollte gerade sagen, wird knapp. War echt knapp gerade. Und den nächsten, den werde ich nicht überleben. Deswegen werde ich da mit Selan schon mal vorsorgen. So. Seine Abwehr ist jetzt etwas geschwächt. Das ist gut. Na, 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 na. Mach mal Ego-Kraft 3. Mehr hast du, mehr kannst du ja ehrlich gesagt nicht machen. Meine gute Selan. Du benutzt wieder Abaddon. Aber deine Zauberattacken sind ja zeitweise geschwächt.
Also, ein Seelan kann sowieso, kannst du sowieso nichts mehr anhaben mit deinen Zauberattacken. So. Aber hier musst du echt manchmal ein bisschen taktieren. Weil ich weiß jetzt einfach nur, dass Seelan als erstes angreift. So. Dann greifen alle anderen. Dann greift der Drache an. Und dann, alle anderen. So. So viel dazu. Ich weiß, dass Rührei gefährlich ist. Und dass Seelan vor dem Angriff nochmal heilen kann und Atea nach dem Angriff. Also ich bin eigentlich klar im Vorteil. So, und ich kann gleich schon wieder das Drachenherz benutzen. So. Ne, Drachenfeuer. Draufhauen. Und bitte nochmal den Valor. Der Valor bringt es nämlich echt nochmal. Guy bekommt ein Rührei. Atea heilt. Das heißt, in der nächsten Runde kann Guy auch nochmal voll draufhauen. Läuft eigentlich sehr gut. Muss man jetzt an dieser Stelle mal sagen. Läuft eigentlich sehr gut gerade. So. Kann aber sich immer noch ein bisschen ziehen. So. Hier Drachenfeuer und du machst... Ach komm, was bleibt mir anderes übrig? Ich trinke jetzt erstmal einen Schluck. Ja, Valoroa ist toll. So. Aber der Trick mit dem Kraftwasser, der funktioniert auch nur einmal. Also was heißt nur einmal? Der funktioniert wirklich nur, wenn du noch nicht draufgehauen hast. So. Du hast noch nichts. Du hast auch noch nichts. Du kannst wieder heilen. Diesmal nur mit dem Champion. Ich bin diesmal zuversichtlich, dass nichts Bescheuertes kommt. Natürlich kommt das Bescheuertes. Aber Atea kann auch draufhauen. Das ist gut. Wow. Bist du auch mal bald tot, Eierdrache? Ich würde es sehr begrüßen gerade. Weiter draufhauen und... Weiter draufhauen. Was bleibt mir gerade anderes übrig? So. Jetzt kommt das Spiegelei. Wenn ich Glück habe, ist Atea jetzt nicht mehr verwirrt. Ja, schön. Ja. Alles klar. So, Foxy kann jetzt wieder Drachenfeuer nehmen. Seelan Ego-Kraft 3. Atea nochmal den Champion für hinterher. Dann kann Seelan nämlich wieder angreifen. So, Spiegelei. Bamsen. Und Foxy kriegt hier echt viel abgezogen von diesem Spiegelei. Das sollten wir mal überdenken. Aber wir bekommen ja bald neue Rüstungen. So. Draufhauen. 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 Eine Runde, wo wir viermal draufhauen können. Und Abaddon, das heißt, Seelan kriegt eh nichts abgezogen. Atea ziemlich wenig. Guy und ich leider ein bisschen mehr. Ach, dafür haben wir aber auch mehr KP als die anderen. Drachenherz. Wamsen. Wamsen 369. Wamsen 1209. Volltreffer, Leute. Volltreffer. Alles klar. Guy benutzt jetzt Ego-Kraft 1. Damit Seelan nochmal draufhauen kann. Es gibt das Spiegelei. So. Bam. 1297. Sehr schön. Ego-Kraft 1 bringt 207 ein. Ein Viertel von Geist-KP. Alles klar. Drachenfeuer einmal. Ego-Kraft 3 einmal. So. Und ihr beide haut einfach drauf. Aber wir haben drei Drachenschwerter. Also drei Schwerter gegen Drachen. Die gut sind gegen Drachen. Och, warum Foxy schon wieder? Oh, der tat weh. So. Das ist jetzt natürlich doof. Ja, das ist sogar sehr doof. Weil Atea wird das jetzt nicht überleben. Und Foxy auch nicht. So. Das heißt, ich muss jetzt voll... darauf hoffen, dass Seelan sich entweder selbst haut
oder den, den Drachen. Und ich habe Glück. Natürlich muss Guy das jetzt erstmal in erster Linie überleben. So. Alles klar. Zaubersirup. Ne, nicht Zaubersirup. Heilsirup für Selan und Heilsirup für Atea. Ja, das ist halt jetzt ein bisschen... Nein! Oh, das ist doch scheiße. Selan ist die wichtigste momentan, weil sie als erstes dran ist. Ah, scheiße. Hier, Champion direkt hinterher. Natürlich... Natürlich überlebt Guy das nicht. Jetzt muss ich einfach nur hoffen. Dankeschön. Weißt du was? Hier, Valor auf Guy und Selan. Das ist jetzt scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Valor auf Selan und Guy. Oh, dankeschön. Dass du den Vollidioten da vorne getötet hast. Dankeschön, lieber Eierdrache. Oh. Puh. Wie, Selan ist immer noch tot. Das ist jetzt scheiße. Och nö. Du willst mich doch verarschen, oder? Du willst mich echt verarschen gerade. Atea erholt sich. So. Nochmal. Ey, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Du willst mich verarschen jetzt, oder? Du willst mich echt verarschen gerade. Ja, jetzt, das überlebt Atea natürlich nicht. Der Eierdrache gönnt mir das gerade nicht. So, Selan. Puh. Wenn Selan lebt, ist gut. Wenn Selan wieder lebt, ist gut. Die darf nur nicht wieder... Oh! Scheiße, war das knapp! Scheiße, war das knapp! So, Valor auf Foxy und Atea. Und du heilst dich jetzt bitte mal selbst mit einem Krafttrank, wenigstens. Aber Guy wird es nicht überleben. Guy wird es definitiv nicht überleben. Oh, danke. Nee. Schade. So. Draufhauen. Champion und Valor. Boah, Leute. Oh, der Kampf zieht sich jetzt echt schon seit gefühlt einer halben Stunde. Oh, nö. Dieses Omelette, ne? Das nervt irgendwann, wenn das die ganze Zeit kommt. La, 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 la. Oh, gut, dass er den Eierdrachen gehauen hat. Weil der starke Schlag kann auch nach hinten losgehen, ne? Ach, gut, gleich nochmal Valor. Bitte kein Omelette, bitte nicht auf Atea. Oh. Könnte sich Foxy bitte einmal erholen? Das wäre sehr nett. Das wäre echt voll nett. Dieser Drache ist echt eine miese Socke, Leute. Stinken tut er genauso. Puh. Aber der müsste doch so langsam eigentlich mal down sein. So, so. Und direkt nochmal den Valor hinterher. 654. Es gibt ein Rührei für Atea. Und gut, dass wir uns direkt heilen können. Na, 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 na. Na 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 la 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 la. Hauptsache Foxy ist wieder bei Sinnen. So. Selan wird jetzt mal kurz Foxy heilen. So. Du nimmst das Drachenherz. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass kein Omelette kommt. Kein Omelette. Keins. Du blödes Arschfickvieh, ey. Ohne Scheiß, du wirst eingesperrt. Hab ich denn echt nichts? Nichts?
Magienadel heilt Lähmung, Wirbelball verwirrt Gegner, erhöht Stärke während des Kampfes für kurze Zeit, aufwecken erklärt sich von selbst. Ja. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir ein Problem. Ja, komm, wir versuchen es einfach mal mit dem Wirbelball. Selan, du bist so eine dumme Kuh. Geschieht dir recht. Geschieht dir auch recht. So. Jetzt einfach nur hoffen, dass Guy das überlebt. Das war jetzt nicht so toll. Ja. Heilsirup für Selan. Bitte, bitte, bitte. Danke. Oh, danke. Oh, er ist tot. Er ist tot. Oh. Ihr seid gute Krieger. Ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß. Ich habe nichts mehr, aber kommt wieder, wenn ihr ein bisschen kämpfen wollt. So. Aber wir werden jetzt erstmal Selan wieder erwachen. Wie lang ging jetzt dieser Part? Ich habe echt keine Stoppuhr angehabt. So. Aber Selan bekommt jetzt wieder den Phönixstab. Weil das Eierschwert ist im Grunde genommen sauschwach. Ist echt nur stark im Zusammenhang mit dem Eierring. Der Eierring ist das Entscheidende. Und den behält Selan auch. Aber das Eierschwert werden wir nicht verkaufen. Wir werden das Eierschwert nicht verkaufen, Leute. So, Leute, erstmal hier rüber. Und einmal speichern. Und im nächsten Part kann es dann endlich mit der Story weitergehen. Auch nach ewig langer Zeit, muss man dazu sagen. Ich habe ja das Projekt ein bisschen pausiert. Was wünscht ihr? Einmal speichern, bitte. Dankeschön. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschö, ciao, ciao, sagt euer Mr. Nightfox.